In diesem Video sprechen wir darüber, wie du selbstbewusst im Kreissaal sein kannst und mit welcher inneren Haltung du dazu beiträgst, dass du in der Klinik eine gute Geburtserfahrung machst. Dieses Video ist der Teil 2 eines Interviews, das ich mit Barbara Trübner geführt habe. Falls du den ersten Teil noch nicht kennst, hüpf doch einfach rüber und schau dir den Teil 1 an. Ansonsten sprechen wir hier, wie gesagt, über das Thema selbstbewusst in den Kreissaal. Barbara ist langjährige Hausgeburtshebamme, selbst Mutter von 5 Kindern und sie arbeitet mit Frauen vor und nach der Geburt. Lass dich überraschen von diesem Interview. Also jetzt bin ich da, ich habe mich gut vorbereitet, ich bin in Kontakt mit meinem Körper, mit meinem Baby, mit meinem Atem, ich habe vielleicht mit meinem Mann einen Geburtsvorbereitungskurs besucht. Trotzdem trifft meine gute Vorbereitung auf die Realität der Klinik. Was gibt es für Tipps oder was kannst du aus deinem Hebammen-Erfahrungskästchen zaubern, was noch gut wäre zu bedenken, wenn ich das so plane? Also, das ist fast eine schwierige Frage, weil früher war es so, wenn Frauen kamen mit einem Geburtsplan, das ist heute, glaube ich, noch nicht anders, dann werden sie schon auch hinter der Tür ein bisschen belächelt. Und es ist leider so, weil die Geburt können wir so nicht planen. Wir können uns vornehmen, wie wir es gerne hätten. Auch ich dachte, ich will überhaupt keine Medikamente und ich habe am Schluss wirklich gesagt, ich will jetzt was haben. Mhm. Ich finde es wichtig, mein wichtigster Satz war immer, denk dran, die Hebamme ist deine Vertraute, die alles weiß. Und du kannst dich mit allem an die wenden. Wenn die das Gefühl hat, du vertraust ihr und du fragst sie wirklich mit rein, also mit Herz, was kann ich tun? Weißt du etwas, was mir hilft, weiterzukommen? Dann fühlt sie sich auch in ihrer Ehre und in ihrer Berufsehre angesprochen. Mhm. Dann ist sie nicht nur einfach Befehlsempfänger, kriegt eine Liste hingelegt, einen Plan, vielleicht noch mit der Tatsache, dass sie eine Anzeige kriegt wegen unterlassener, was weiß ich, oder Übergriff. Körperverletzung oder so, ja. Ja, sondern dass sie wirklich, dass sie in einem Boot sitzen. Ich finde es so wichtig, dass die Frauen verstehen, dass wir Hebammen und Ärzte keine Feinde sind. Keine Gegner, ja. Die Realität ist halt oft eine andere, beziehungsweise, also das klingt so schön, wenn ich dir zuhöre und dann ja, die Hebamme ist deine Vertraute. Also da habe ich sofort... Deine Verbündete. Ja. Die Hebamme will doch das, die wollen alle das Gleiche wie die Frau. Eine gute Geburt. Die Definition der guten Geburt hängt leider immer von den Teilnehmern ab. Ja. Frau als Hauptakteurin ist natürlich die damit nach Hause geht, mit dem, was sie erlebt hat und vielleicht nicht mehr glücklich wird, weil es schlimm war. Aber bestenfalls wirklich sich die Unterstützung einbitten kann. Ich sage jetzt nicht einfordern, aber diese Unterstützung, die sie braucht, um ihr Bestes zu geben, auch bekommt, weil sie genau mit ihrem Besten auch kommt und nicht mit der Angst, du tust mir was. Mhm. Ich glaube wirklich, wirklich, dass es wichtig ist, dass wir diesen Frauen mehr Mut machen, sie selbst zu sein und weniger im Außen zu gucken, was erwartet der? Bin ich jetzt ein braves Mädchen? Muss ich jetzt machen, was sie sagt? Es ist doch so stark davon abhängig, wir glauben, dass es so stark davon abhängig ist, Sympathie oder Antipathie zu haben. Kann die Hebamme mich leiden? Hat der Arzt Stress? Das sind Sachen, die eigentlich keine Rolle spielen sollten. Ich kriege ein Kind jetzt, wenn ich ins Krankenhaus komme. Ich habe Schmerzen. Ich habe Wehen. Ich brauche jetzt Unterstützung bei meinem ersten Kind. Das ging sehr schnell. Stehe ich im Fahrstuhl, sagt die Nonne zu mir, haben Sie denn schon Wehen? Da habe ich gesagt, das weiß ich doch nicht, mein erstes Kind. Dann haben Sie auch keine Wehen? Auch genau an dem Ton. Dann dachte ich, wie frech ist das denn? Ja, dieses Gefühl, was ist denn eine Wehe? Für manche Frauen ist es einfach nur ein Ziehen im Bauch. Ja, ich als Hebamme lege die Hände auf den Bauch und spüre genau, ob sich der Bauch rhythmisch zusammenzieht in einem bestimmten Abstand oder nicht. Aber die Frau hat vielleicht gar keine Wahrnehmung davon, weil ihr Bauch immer fest ist. Vielleicht hat sie, ja, ich kann eine Wehe spüren, bevor es der CDG spürt. Das heißt aber auch, ich habe unglaublich viel Erfahrung im auf den Bauch fassen. Das ist wichtig, dass die Frau sich mal auf den Bauch fest und spürt, Bauch wird fest, wird hart, wird, ich habe immer gesagt, wir haben einen viereckigen Stein im Bauch, ja, weil das auch so war. Und damit kann ich doch eigentlich pumpen und sagen, ja, ich habe Wehen, ja, der Bauch wird sehr fest und ja, ich habe auch Schmerzen. Dann
ist schon klar für die Beteiligten, diese Frau nimmt teil an ihrem Körper. Mhm, ja. Ja? Ich habe damals, ja, ich habe was gespürt, aber ich wusste überhaupt nichts. Ja, 2 Stunden später war dieses Kind da. Mhm. Und weil ich so unschuldig und ahnungslos war und mir vorgenommen habe, dass es flott geht, habe ich am Schluss gedacht, mein Kind stirbt, weil die Herztöne immer nicht zu hören waren. Ja. Vor CTG. Also diese, den Frauen die Ängste nehmen, wenn ein Kind im Bauch sich weiter in den Geburtskanal begibt, verrutscht das CTG einfach. Da ist das nicht mehr auf dem Herz. Mhm. Und dann haben wir das Gefühl, dem Kind geht es schlecht. Die Frauen sind viel zu viel informiert mit Wissen, das sie nicht wirklich anwenden können. Mhm. Also zu verstehen, dass Herztöne auch schlecht werden, weil das Kind tiefer rutscht und dann wieder höher rutscht. Aber ja, also ich sehe da einfach auch schon einen Widerspruch für die Frau. Ne? Also sie hat sich gut vorbereitet in ihrer Schwangerschaft und hat sich diese Dinge also erarbeitet, sage ich mal. Ne? Wir sagen immer, fülle deinen Werkzeugkasten für die Geburt, sagen wir immer. Und jetzt hat sie das gemacht und sie ist eigentlich wirklich gut vorbereitet. Und jetzt richtet sie sich noch auf gute Geburtsbegleiter aus. Also sie geht nicht in die Klinik in so einem Kampfmodus und denkt, oh, die Hebammen und Ärzte sind alle kacke, sondern sie geht mit so einer Offenheit. Sie sagt sich, das wird bestimmt gut und so weiter. Ne? Und gleichzeitig trifft ja jetzt dieses ganze Vertrauen auf solche Maßnahmen wie: Bei uns ist es Routine, dass wir eine Verweilkanüle legen, falls wir dann irgendwie was brauchen, oder wir messen halt CTG, also ne, schon allein das, und oder vaginale Untersuchungen. Ich habe das so erlebt bei meiner ersten Geburt, dass dieses ständige Prüfen, Untersuchen, Gucken, hat bei mir auch diese Angst geschürt, irgendwas läuft nicht normal. Also ich hatte immer wieder so den Gedanken, irgendwas läuft hier nicht, die müssen ständig diesen Muttermund kontrollieren. Dabei haben sie im Infogespräch gesagt, das machen sie nur ab und zu mal. Ne? Und dann passiert es ja doch schnell, dass man sich halt von diesen Routinen und den Dingen, die halt nun mal auch üblich sind, wieder so verunsichern lässt. Also da frage ich mich schon manchmal, wie kann man sich denn davor schützen, oder gibt es noch so einen ultimativen Tipp, was dann so die richtige Mischung ist zwischen diesem, ich gebe mich hin, weil ich meine, es braucht eine Geburt ja auch einfach, Hingabe, und diesem, ja, wie kann ich einfach gut für mich sorgen, ne? Weil ich meine, du hast ja zu tun in deiner Arbeit auch mit verletzten Frauen dann, die einfach eine schlechte Geburtserfahrung machen. Ja, wie kommt die dann zustande? Ne? Was, also, wo ist der Moment, wo es kippt? Also ich finde es schwierig, wirklich schwierig, selbst wenn man gut vorbereitet ist. Ne? Ich höre, was du sagst. Ich höre, was du sagst. Und doch ist es so, eine Frau, die gut vorbereitet ist, hat natürlich auch die Information, dass so ein CTG schlecht sein kann. Im Sinne von, dann sind die Herztöne nicht gut und dann kriegt man Angst. Und ich weiß, in meiner Ausbildung, ich habe ja jetzt wirklich nur 2 Jahre in der Ausbildung im Kreißsaal verbracht und danach nur noch mal so ein Jahr oder so aushilfsweise im Krankenhaus zusätzlich gearbeitet oder ein halbes Jahr sogar nur und Beleggeburten gemacht. Das heißt, diese Dauer-CTG-Geschichte ist mir Gott sei Dank nicht so intus, als dass ich da so geschädigt von bin. Aber ich habe erlebt, wie Frauen und vor allen Dingen Männer nur noch auf das CTG gucken und die Wehe als solche gar nicht an der Frau wahrnehmen, sondern am Wehenschreiber. Ja, ja. Ja. Ich würde den Frauen gerne sagen, macht ihn leise und dreht ihn weg. Weil das ist das, was euch aus euch herausholt. Mhm. Was euch von euch selbst ablenkt. Das ist das, was uns unsere, und Dora sagt so schön, unseren Oxytocin-Spiegel senkt. Also das, was wir brauchen für die Geburt, ist die Hingabe. Aber wenn wir anfangen zu denken und zu kombinieren und zu überlegen und zu, dann sind wir im Kopf. Und dann ist der Bauch außen vor. Und das geht nicht. Eigentlich wäre ein dunkler Raum ohne so ein Gerät, also wenn ich ein CTG machen müsste unter der Geburt oder auch kurz vorher, dann mache ich es leise und drehe es weg. Mhm. Nicht, weil ich die Frau nicht informieren will, das ist Unsinn, sondern weil ich der Frau die Chance lassen will, da zu bleiben, wo sie ist, in ihrem Körper. Und das ist das eine. Und das andere ist, ja, ich habe lange gehadert mit all diesen Sachen. Ich dachte immer, wenn wir alle Kliniken zusammennehmen und all das, was die eine oder andere lässt, sind wir bei der Hausgeburt. Mhm. Ja, hast du verstanden? Wir haben 5 Kliniken, die eine macht keine Pranüle, die eine andere macht kein Dauer-CTG, die dritte macht keinen Blasensprung, die vierte legt die Frau nicht hin und die fünfte erlaubt der Frau alles Mögliche. Ja? Wenn wir das alles zusammennehmen würden, sind wir bei der Hausgeburt. Ja. Ja? Und ich dachte mir, es könnte so einfach sein. Ich habe auch immer die Idee gehabt, dass Hausgeburt auch in der Klinik gehen würde. Das funktioniert nicht, weil Ärzte ein anderes, die haben einen anderen Blick auf Geburt. Die sind keine Geburtshelfer, das sind Geburtsmediziner. Das bedeutet, sie kommen mit ihrem medizinischen Wissen
und brauchen, um sich zu legitimieren, auch ihre medizinischen Anwendungen. Mhm. Das ist aber kein medizinischer Vorgang. Und da liegt einfach der Hase im Pfeffer, wenn wir da hineingeplumpst sind in den medizinischen Vorgang, weil wir uns im Kreißsaal angemeldet haben und die Hebamme sagt, der Arzt kommt jetzt gleich mal und guckt mal nach. Dann gibt es nur eins, vielleicht zu sagen, okay, das gehört in diesem Setting dazu. Ich habe mich dafür entschieden, das gehört dazu. Das Setting war auch, ich möchte sicher sein für mein Kind. Ich brauche die Sicherheit für mein Kind, dass mein Kind hier nichts passiert. Das ist ja beim Ersten für die Frau ganz wichtig. Da, und vor allen Dingen, dass mir nichts passiert. Beim zweiten Kind ist das ein bisschen anders. Da guckt der Mann vor allen Dingen aufs Kind und sagt, die Frau kann es, die hat es hingekriegt. Die kann es auch nochmal. Ja. Ich muss nochmal ein Kind gucken, das ist mir wichtig. Und das bedeutet, es verschiebt sich, guck an, es geht. Ja. Also es geht so oder es geht so. Raus, also zu sagen, ich habe mich für diese Einrichtung entschieden, weil die mir scheinbar die besten Möglichkeiten bietet für die Geburt, die ich mir vorstelle. Das heißt, da sind wir wieder beim Spüren, ne? Also ich muss eigentlich verzeihen. Wir sind nicht bei 100%. Was ich zu Ende sagen will, ist, Entschuldigung, Simone, wir sind nicht bei 100% erfüllen mir. Dann müssten wir tatsächlich zu Hause gebären oder im Geburt. Ja. Oder eigentlich müssten wir uns Leute engagieren, die uns gebären lassen und uns die Möglichkeit bieten, trotzdem mit ihrem wachen Blick bei uns zu bleiben. Und es gibt diese Geburtsmöglichkeiten. Ja. Aber eben nicht überall und auch nicht bei jedem. Mhm. Aber dann zu sagen, stopp. Ja, ich kann Ihre Ängste verstehen, aber es sind Ihre Ängste. Das ist ein total wichtiger Satz. Ich kann Ihre Ängste verstehen. Gibt es jetzt einen berechtigten Grund für Ihre Ängste? Weil es gibt natürlich Reglements in Kliniken. Ja? Die haben Leitlinien, die haben Empfehlungen, die haben Richtlinien, nach denen sie handeln müssen. Und wir müssten, wir Menschen, die schon Kinder haben und in so einem System wie du und ich jetzt arbeiten, viel mehr darauf drängen, dass diese Leit- und Richtlinien, dass dieses System sich der Geburtshilfe wieder mehr öffnet, als Medizin wieder mehr in den Hintergrund stellt. Es ist wunderbar, dass wir Kliniken haben, weil wir dann im Notfall wirklich auch Kinder retten und Frauen retten können. Das können wir zu Hause nicht. Dafür ist es gut, dass wir die Kliniken haben. Aber es würde sich lohnen, zu schauen, was machen die eigentlich anders, dass die so gelobt werden, im Gegensatz zu uns. Mhm. Ja, die, ich möchte nicht gerne sagen, die Wichtigtour müssen nach hinten an die Wand. Ja. Als ich Schülerin war, war ich in der Klinik irgendwo in Bayern. Die haben so viel Geburten gemacht, begleitet, dass sie schon die Frauen in Putzräume und Abstellkammern stellen mussten, weil sie mussten dann sagen, wie Dachau, die konnten keine Geburtshilfe mehr annehmen, weil sie so viel zu tun hatten, plötzlich und unerwartet. Das war die Zeit von Audin und Le Boyer. Und ich war dann dort, weil ich in München eine Fortbildung gemacht habe und war dann dort und habe gefragt, was ist denn passiert? Und dann habe ich gesagt, wir müssen im Moment Negativwerbung machen, weil wir können nicht anders. Unsere Ärzte stehen hinten an der Wand. Mhm. Ja, die kommen rein, da hinten stehen drei Stühle und da setzen die sich hin. Mhm. Und ich weiß, in meiner frühen Hebammenzeit habe ich ja in der Praxis von einem Arzt gearbeitet und der hat auch immer noch so ein bisschen mitmachen müssen. Und dann habe ich irgendwann mal Handschuhe ausgezogen, alles hingeschmissen und habe gesagt, so kann ich nicht arbeiten. Und fortan hatte unser Arzt die Hände in den Hosentaschen, wenn der reinkam. Der hatte keine Handschuhe an, der hatte die Hände in den Hosentaschen. Es gibt wirklich Bilder von ihm, er ist jetzt leider schon lange tot. Da steht er in der Tür, es war meine erste oder zweite oder dritte Wassergeburt in den frühen 80er Jahren, da hat er die Hände in den Hosentaschen. Mhm. Er hat zwar das Wasser rausgelassen, weil ich noch nicht da war, es ging eine Wanne schnelle, aber als ich kam, waren wir gerade dabei, das Wasser wieder in die Wanne zu lassen. Aber er stand in der Tür mit den Händen in den Taschen dazugeguckt. Und ich finde, ey, das ist es, um was es geht. Mhm. Nicht immer aktiv werden müssen als Begleitpersonal, also ich spreche jetzt als Hebamme, nicht als Mutter oder als Klinikshebamme, dass wir nicht immer aktiv werden müssen, dass wir darauf vertrauen können, dass die Frauen das können. Sie können es wirklich. Mhm. Dass unsere Aufgabe wäre, dieses Können mehr zu stärken. Mhm. Intuition, den Instinkt der Frauen mehr zu füttern. Einfach, du weißt es, spür mal in dich. Mhm. Ist es jetzt? Ich habe die Wahrnehmung, deine Wehen werden weniger. Spürst du das auch? Wirklich immer die Rückmeldung von der Frau zu holen, dann fühlt sie sich auch ernst genommen, weil sie wird ernst genommen. Und wenn wir einem Arzt, einer Frau sagen können, du, wenn der jetzt reinkommt, kein Problem, ich sag ihm,
dass er einfach sich zurückhalten soll, aber er muss halt, jetzt ist der Dienst zu Ende, was weiß ich, oder er muss übergeben, oder er muss die Routine ist halt da, trotzdem. Ist ja. Da, es ist mit ihm abgesprochen, wir legen keine Braunhöhle. Ja, es gibt immer, aber weißt du, es gibt auch Unfälle draußen auf der Straße und ich komme just aus dem Restaurant und habe gegessen. Da sagt auch keiner, bitte 4 Stunden vorher nüchtern bleiben, ja? Mhm. Also, und ich werde umgefahren und muss eine Narkose bekommen oder muss irgendwas bekommen. Es gibt für Notfälle immer Lösungen. Mhm. Ja, bei einer Schwangeren hat man ja die Zeit, da kann man ja eine Braunhöhle legen, da ist ja jetzt nichts Gefährliches und das tut nicht weh, die ziehen wir hinterher. Dass es eine Überwältigung von Frauen sein kann, dass es eine Missachtung von Bedürfnissen sein kann, dass es ein Eingriff in die Ganzheit und in das Unversehrtheit der Frau sein kann, das ist einfach für Ärzte nicht vorstellbar, weil sie nicht an gesunden Frauen arbeiten. Die arbeiten an kranken Menschen, selbst an Blindern, der in ganz engen Bahnen läuft. Da gibt es wirklich Standards, wie das gemacht wird. Wir können diese Standards aber nicht auf eine auf Geburt übertragen. Das ist so ähnlich wie, wir können einen Standard in der Sexualität nicht standardisieren. Mhm. Das ist einfach lebendig und das ist gesund lebendig, bestenfalls gesund lebendig. Und unsere Aufgabe wäre, stärke die Frau in ihrer guten Hoffnung und in ihrer gesunden Lebendigkeit. Mhm. Und das heißt also, ein wichtiger Punkt, der dann zur Geburtsvorbereitung auch noch dazu gehört, ist es natürlich auszuwählen, ne? Weil du gerade gesagt hast, ich habe mich ja für dieses Setting entschieden, wenn ich in die Klinik gehe. Ne? Aber ja. Um das zu entscheiden, und zwar bewusst, muss ich ja auch mit diesem Spüren in Kontakt sein. Also das ist ja so ein bisschen meine Geschichte, dass ich das in meiner ersten Schwangerschaft zwar kurz vernommen, aber nicht richtig hingespürt habe, dass doch eine Hausgeburt wirklich für mich eine gute Option wäre. Das heißt, da die Frauen auch zu stärken, zu gucken, ist denn das, was tatsächlich 98% machen, auch die Möglichkeit für dich, also dieses Sicherheit fürs Baby, ist das wirklich so? Weil oft, wenn man dann nochmal sagt, spür nochmal hin und was sind denn eigentlich deine Ängste, dann sind die so ganz diffus und wir merken auch in der Begleitung mit Frauen, dass die Ängste oft gar nicht in der Frau sind, sondern im Außen. Und sie dann merken, wenn sie da genau hinschauen, ich habe eigentlich gar keine Angst um mein Baby, aber mein Mann, meine Schwiegermutter, mein was weiß ich und die Geschichte von der Kollegin, also das ist so diffus, dass der Grund, in die Klinik zu gehen, dann plötzlich wegfällt, wenn ich in Kontakt mit mir bin. Und wenn ich merke so, aha, okay, wenn ich diese ganze Einstellung habe, ich habe mich vorbereitet, ich will in Kontakt sein mit meinem Körper, ich glaube, dass Geburt was Natürliches ist und habe mir da auch Wissen angeeignet, ne? Dann fällt manchmal ja fast die Option Klinik weg, weil man sagt, warum soll ich da eigentlich hingehen? Ne? So. Also das finde ich auch ein wichtiger Schritt in der Geburtsvorbereitung, dass man wirklich, wirklich nochmal die Möglichkeiten checkt und sich nicht mit dem zufrieden gibt, was halt hier alle machen, weil das nächste Klinikum ist 20 Minuten oder so. Ne? Du, das ist für die Frau nicht so leicht. Also ich glaube, all diesen, was du eben aufgezählt hast, zu widersprechen und zu sagen, ja. Für mich ist jetzt am Ende rausgekommen, ich will zu Hause entbinden. Wenn der Mann nee sagt, die ganzen Umliegen, dann ist es einfach für die Frau ein unglaublich kraftraubender Akt, sich da durchzusetzen, weil sie hat letztendlich, und das gab es in meinem Leben auch schon, dass der Mann das sabotiert hat einfach unter der Geburt. Wo ich dann gesagt habe, pass auf, wenn du das jetzt weiter sabotierst, deine Frau ist jetzt mitten in der Geburt und du dich weiter querstellst, dann muss ich dich jetzt wegschicken, weil so kann ich nicht arbeiten. Oder ich muss deine Frau ins Krankenhaus bringen und dann hat sie von hinten geschrien, das mache ich auf keinen Fall. Mhm. Das war ihr zweites Kind, sein erstes Kind, der hat es tatsächlich sabotiert, indem er einfach sich geweigert hat, irgendetwas dazu beizutragen, dass es leichter wird, sprich die Binden holen, einkaufen gehen, was weiß ich. Also Dinge, okay, da fehlte die Auseinandersetzung im Vorfeld dann oder der Austausch. Ich mache es. Ja. Ich mache es, weil ich weiß, dass es richtig für mich ist. Ich habe eine Geburt sehr gut im Krankenhaus bewältigt. Ich weiß, dass ich dieses Krankenhaus nicht brauche. Ich mache es zu Hause. Und es ist mein Körper. Es ist mein Körper, der hier diese Geburt schafft. Und vertraust du mir nicht? Also das war so eine Frage, wo ich so auch denke, das ist so ein Kraftakt, das durchzusetzen gegen den Willen und den Wunsch von anderen, die ihre Ängste nicht angucken und auch nicht angucken. Ja. Dass man an der Stelle sagen muss, das ist für die Frau schon Horror. Das kann schon anstrengend sein und schwierig. Da muss man Alternativen finden oder sagen, okay, du kannst dich darauf nicht einlassen. Es gab auch die Situation, dass eine Frau das unbedingt wollte und dann den Mann zu mir geschickt hat.
und gesagt hat, du gehst jetzt zu Barbara und guckst dir deine Ängste an. Ja, das ist doch, ja genau. Also ich meine, ich finde halt immer, der Preis, den man bezahlt, der ist ja hoch, ne? Also ja, wenn ich mir jetzt als Frau sage, ich spüre da so viel Widerstand im Außen, ich lasse es mal lieber. Ich verzichte da drauf, auf diesen Kampf und auf dieses so. Dann zahle ja am Ende ich den Preis, wenn ich zum Beispiel eine schlechte Geburtserfahrung mache und hinterher rausgehe und denke, ja Mist, jetzt war ich halt einfach in einer Umgebung, die mir nicht gut tut und ich habe das wegen all den anderen gemacht. Jetzt haben wir den Salat, dann hinterher. Ja, so, ne? Ja, und doch, Simone, gibt es noch was in meiner Arbeit, wo ich einfach weiß, und das weißt du, glaube ich, auch schon, dass es manche Dinge gibt, die wir einfach erfahren müssen, weil wir sie anders nicht erfahren. Ich will nicht damit, ja, sagen, dass Frauen schlecht behandelt werden müssen. Das ist nicht die Ebene. Aber es gibt in uns, unser Körper will uns heilen. Der will, dass er gesund ist und heil und glücklich und in seiner ganzen Kraft vor allen Dingen. Und Geburt ist etwas, was uns in unsere ganze Kraft bringen kann. Ja, also was das größte Potenzial an Kraft birgt, das wir freisetzen können. Mhm. Gut, ja, das ist der extreme Ausnahmezustand. Und ich habe tatsächlich Bilder von Frauen, ich habe sie jetzt leider nicht, wo ich es mal hochhalten könnte, damit einfach mal deutlich wird, wie kraftvoll Frauen da durchgehen und wie so glücklich sie da rausgehen und sagen, ich habe es geschafft. Ja. Und die im Bett gelegen hat, auf dem Rücken gelegen hat, aber die sich einfach nicht davon hat abbringen lassen, dass sie diese Geburt macht. Denn es ist so, die Frau macht die Geburt. Mhm. Wenn sie sich an der Kreißsaaltür abgibt und sagt, ich bin zu allem bereit, bitte nimm meinen Mutterpass und nimm alle Verantwortung und mach mal. Mhm. Ja, auch, das gibt es ja auch. Und wir müssen wirklich wachsam sein, was wir dem Arzt und dem Krankenhaus übertragen. Die sind schon so eingenommen. Die Frauen wollen das ja so. Dann denke ich, hallo, wenn ich 9 Monate der Frau erzähle, wie der Ablauf ist und dass wir dann immer noch mal mit dem Ultraschall gucken können und dass wir dann ein CTG machen können, anstatt, ich habe Stunden damit verbracht, mein Lehrherr, dieser Arzt hat Stunden damit verbracht, da zu sitzen und die Hand auf den Bauch zu legen und Wehen zu spüren mit dieser Frau. Mhm. Und immer so im Halbschlaf hat er gesagt, super Wehe war, ganz toll, machst du prima. Ja, so saß der neben mir auf dem Stuhl, hat so vor sich hingedöst und bei jeder Wehe ist der wach geworden. Ich finde, an der Stelle wäre es wirklich wünschenswert, dass Frauen mehr auch einfordern, dass sie das genau nicht wollen, dass das ein super Angebot ist. Frauen dürfen entscheiden, ja, aber sie kriegen nur so eine kleine Palette, worin sie entscheiden können. Nein, das Leben ist so groß. Und wenn ich sage, die Frau ist in ihrem kraftvollsten Augenblick, dann finde ich, dass wir Frauen untereinander uns da mehr stärken müssen, um zu sagen, ey, diesen Moment wird ein Mann nie haben und er wird es nie nachempfinden können, was wir da erleben. Mhm. Dann lassen wir uns auf den Rücken legen, bestenfalls noch unsere Scheide aufschneiden, damit es alles ein bisschen schneller geht. Und Entschuldigung, jetzt werde ich ein bisschen aber tatsächlich zu sagen, ey, stopp, weder auf den Rücken legen, mundgerecht vorgeführt, noch lasse ich mir irgendwas zerschneiden jetzt. Jetzt bin ich. Ja. Das ist alles, was ich kann. Und das werde ich Ihnen jetzt zeigen. Mhm. Also wirklich nicht. Und ja, an der Stelle haben wir ja schon einschlägige Erfahrungen in unserem Leben gemacht. Wir sind ja nicht Frau geworden ohne Reglements. Mhm. Ja. Leider ist es so, dass diese Reglements auch dazu führen, dass wir im Krankenhaus brav sind. Mhm. Wir kommen und haben unser Säckchen mit. Unseren Lebensrucksack, sagen wir immer, ne? Ja, ja, unseren Rucksack mit. Und wenn wir auch nur den Hauch der Idee haben, dass es was aus dem Rucksack ist, dann haben wir die Chance, es auch vor Ort zu lösen. Mhm. Zu sagen, stopp, es passiert mir doch gerade gar nichts. Der hat nur gesagt, wenn das nicht passiert, dann das. Dann kann ich doch sagen, okay, geben Sie mir einen Hinweis, wie ich jetzt das passiert machen kann. Mhm. Ja, ich bin ja nicht in der Situation, dass mein Vater eine Maßnahme ergreifen muss, weil er mich bestrafen muss, sondern ich bin im Krankenhaus und kriege ein Kind, ich bin erwachsen, das ist nicht mein Vater. Selbstbestimmung und Erwachsensein halt, ne? Ja. So machen und sagen, stopp. Ja. Ich merke gerade, das geht mir zu schnell. Ich merke gerade, ich habe nicht verstanden, was Sie mir sagen. Ich merke auch gerade, dass ich das gar nicht mehr erfassen kann, weil meine Wege so stark sind oder meine Arbeit so intensiv ist. Geben Sie mir einfach Zeit. Geburt braucht viel länger wie die 6-8 Stunden, die derzeit angenommen werden. Eine erste Geburt dauert 12 bis 18 Stunden. Und ich kenne Frauen, die das brauchen. Aber ich kenne auch Ärzte
und Gutachter, die sagen, eine Geburt muss nach 6 Stunden zu Ende sein, sonst ist es gefährlich fürs Kind. Hallo? Mhm. Ja? Ja. Verkünsteln durch Maßnahmen den natürlichen Ablauf von Geburt und wundern uns dann, dass Frauen das nicht mitmachen, dass Kinder das nicht wollen. Und wenn wir dann mit diesen Maßnahmen dazu führen, dass die Frau vielleicht schneller eröffnet, weil sie jetzt ein Medikament gekriegt hat oder eine PDA gekriegt hat, führt es aber dazu, dass das Kind nicht so schnell mitkommt. Es hängt dann da oben drin und kann nicht runter, weil es gar nicht weiß, wo ist meine Mama gerade. Ja? Wen die ich eigentlich den Hormonausschub, den ich hätte, mit dem Wehen, habe ich nicht mehr, weil meine Mutter betäubt ist, weil sie nicht spürt von dem, was sie gerade macht. Und das Kind braucht es aber, weil es kriegt eine doppelte Dosis natürlich auch die doppelte Dosis Adrenalin, aber sie bekommt auch das, was die Mutter wieder runterfährt. Mhm. Ja, die Mutter ist anwesend. In dem Moment, wo die Mutter nicht mehr anwesend ist, ist das Kind allein gelassen. Mhm. Und das ist das Gefährliche. Dann passiert natürlich etwas. Ein Kind kann auch mal mit Herzhöhenabfall reagieren oder mit Unruhe reagieren oder mit Auffälligkeiten reagieren, weil es orientierungslos ist, weil die Mutter nicht mehr da ist. Und warum ist die Mutter nicht da? Weil der Arzt gesagt hat, wir machen mal bei 4 cm besser eine PDA, dann gehen sie da besser durch. Und bei 8 cm hängen wir dann einen Tropf an, inzwischen haben sie schön geschlafen. Und dann kriegen wir morgen früh schön das Kind. Ja, toll. Und wer hat mit dem Kind darüber gesprochen? Niemand, ja. Ja, ja. Oh, da könnten wir noch stundenfach simpeln wahrscheinlich, ne? Über diese Themen. Ja, ich weiß einfach mal, aber das ist so wichtig. Da sind wir bei der Essenz wieder, aber mit diesem Spüren. Ne? Also wenn ich jetzt eine Essenz machen will von dem Gespräch, sowohl in der Frühschwangerschaft als auch Geburtsvorbereitung, als auch, falls es darum geht, eine schwierige Erfahrung aufzuarbeiten, es geht immer darum, in Kontakt mit sich selber zu sein letztendlich. Ja, ja, eigentlich ist das schon der gute Schlusssatz. Es geht darum, sich selbst wahrzunehmen und es geht im ganzen Leben darum, sich selbst wahrzunehmen. Will ich das nicht? Dann kommen wir auch nicht in schwierige Situationen, wenn wir innehalten, lernen innezuhalten und uns zuzuhören. Im Übrigen können wir auch dem Kind zuhören. Wenn wir gelernt haben, in uns zu hören, dann hören wir auch die Stimme des Kindes, vielleicht nicht als Stimme, aber die Information, ja, die ist eine andere. Mhm, und das ist etwas, was Frauen lernen können. Sie können lernen, ja, nicht nur mit dem Kind zu reden und sich zurückzulehnen und zu sagen, oh mein Kleines, geht's dir heute gut? Ja, ich kann spüren, du hast schon so ordentlich gezappelt. Nein, dieses Kind sagt auch, ja, Mama, es geht mir gut. Mhm. Das heißt, innehalten und auch hören, was das Kind uns als Antwort gibt. Auf die Antwort lauschen, ja. Ja, nicht nur mit dem Kind reden, sondern auch auf die Antwort lauschen. Das geht so weit, dass wir da auch zuhören können, dass uns das Kind sagt, ob es da oder dort geboren werden will. Mhm. Ja? Aber dazu gehört einfach wirklich ein intensiver Kontakt und den kann man in der Geburtsvorbereitung üben. Lernen und üben, ja. Ja, ja, den kann man üben. Also ob man das lernen kann, es ist so wie mit dem Atmen unter der Geburt, man kann alles lernen, aber ob es dann passt unter der Geburt, ist immer die Frage. Aber das ja, ja, aber man hat es im Rucksack halt. Ne? Also ich meine, so wie du gerade sagst, es ist eine Lebensaufgabe, mit sich in Kontakt zu sein. Ja. Habe ich halt einfach die Erfahrung gemacht, dass nichts mich so sehr in Kontakt mit mir selber gebracht hat, wie meine beiden Schwangerschaften und meine beiden Geburtserfahrungen. Also ich denke, für Frauen ist einfach... Und die Aufarbeitung. Genau, ja, ja, natürlich. Also das war jetzt in der Geburt mit drin, ne, zu sagen. Aber diese Meilensteine, so dieses... was dazu gehört zum Frausein oder zum Mutterwerden, da würde ich sagen, Schwangerschaft und Geburt haben halt auch das Potenzial, dass man sich weiterentwickelt da und dass man sich es halt entweder vorher schon anguckt oder dann halt zum Beispiel in der Nachbearbeitung nochmal schaut, was hatte das jetzt mit mir zu tun. So, ne? Und das ist gar nicht schwer, wenn ich einen Satz dazu sagen darf. Darf ich? Ja, dann mach den Schlusssatz jetzt. Das ist gar nicht so schwer. Ich gehe mit den Frauen tatsächlich dahin zurück, wo sie stehen geblieben sind, wo sie ausgestiegen sind, wo sie sich nicht mehr selber verteidigen konnten und für sich sorgen konnten, warum auch immer. Dahin gehe ich mit denen zurück. Das ist das, was ich tue. Ich wandere nicht in das Drama am Schluss, wenn dann, was weiß ich, passiert, sondern an welcher Stelle, was ist passiert, dass du ausgestiegen bist, dass die machen konnten, was sie wollten und es nicht mehr das war, was du wolltest. Ja. Und da hole ich diesen Teil, der ausgestiegen ist, wieder rein. Der steht da nämlich noch und wartet. Und dann kann es gut werden. Dann heilt die Frau. Dann kann es gut werden und sie hat die Kraft, auch die Rolle zu übernehmen, die sie ja nun letztendlich geboren hat, nämlich ihre Mutter. Sie hat sich ja selber geboren. Oder
gebären lassen. Sie hat sich selber geboren, das Muttersein. Dann kann sie wirklich kraftvoll weitergehen und auch kraftvoll in vielleicht auf die nächste Schwangerschaft schauen. Mhm. Und das finde ich eigentlich, das finde ich total wichtig, Simone, dass wir, guck mal, jede 1,59 Kinder kriegt jede deutsche Frau oder noch weniger. Das ist zu wenig, um eine gute Erfahrung, um eine kraftvolle Erfahrung zu machen, mhm. uns selbst in unsere Mitte zu bringen und zu wissen, hier stehe ich und das bin ich. Mhm. Und das nimmt mir keiner weg, egal was er mir erzählen will oder machen will. Und dann fängt es sich auch, sich dagegen abgrenzen an. Ich sage mir jetzt nicht wehren, weil ich finde, abgrenzen ist viel klarer und viel deutlicher, als etwas abzuwehren. Mhm. Zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich bin gesund, ich brauche überhaupt keine Braunhöhle, ich bin nur hier zum Kinderkriegen. Lassen Sie das mal. Ja. Ja, wirklich zu sagen, nein, es gibt hier gar keinen Grund und Ihre Ängste kann ich gut verstehen, aber deswegen muss ich ja jetzt keine Braunhöhle kriegen. Ich meine, Sie können sie sich ja selber legen, aber das würde ich jetzt nicht sagen. Aber das war, diesen Satz hast du vorhin nochmal gesagt, dann nehmen wir den als Schlusssatz zu sagen, Ihre Ängste kann ich gut verstehen, aber es sind nicht meine, ne? Was ja auch ganz gerne. Auch mit der Information. Ja. Auch mit der Information. Ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht, wenn ich der Hebamme vertrauen kann, dann weiß ich, dass sie das CTG im Blick hat, weil die hat draußen einen Monitor. Verstehst du? Und wenn sie keinen hat, dann sitzt sie bei mir und guckt da drauf. Ich weiß es. Ich muss nicht selber aufpassen. Mhm. Das wäre was ganz Wichtiges. Und wenn ich plötzlich merke, es geht mir schlecht, irgendwas ist jetzt anders, dann klingel ich und sage, ich habe keine Ahnung, was das CTG sagt, aber mir geht's scheiße. Ja? Entschuldigung. Aber wirklich zu sagen, ey, ich spüre gerade, es hat sich was verändert. Ich brauche jetzt mal eine Erklärung. Können Sie mir helfen? Ja. Irgendetwas ist passiert. Das kann man spüren. Man spürt, wenn sich was verändert. Aber dafür muss man wissen, dass man das spüren kann und darf. Mhm. Und man muss bei sich sein, ne? Also wenn ich nicht bei mir bin, kann ich auch nichts spüren. Genau. Ja, ja, das ist es ja, genau. Ja. Okay, da haben wir heute ein ausführliches Interview zum Thema Geburtsvorbereitung, Körperarbeit in der Geburtsvorbereitung und warum es so wichtig ist, dass du bei dir selber ankommst während deiner Schwangerschaft geführt. Ja, und jetzt sagen wir an dieser Stelle tschüss. Ich packe den Link zu Barbara Drübner, ihrer Arbeit, unter dieses Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Auch gerne einen Kommentar. Wenn ihr noch Fragen habt, dann werden wir die Fragen beantworten. Und dann sagen wir jetzt tschüss. Tschüss. Ciao.